Ich zeige euch jetzt, wie man aus einem Futterspender, der eigentlich für ja, Haustiere, Hunde gedacht ist, man sieht ihn hier ganz gut, haben auch drüben aufgebaut schon, an USB-Anschluss angeschlossen. USB-Anschluss. Normalerweise hat sie so eine Taste, wenn das Haustier die Taste drückt, dann wird das Essen ausgelöst. Innen drin ist eine Mechanik, die sich dann dreht und die Leckerlis rausschubst. Wo sieht man es irgendwo? Ne, ist nicht gezeigt. Und das Ganze will ich aber jetzt haben, dass das Ganze über OBS funktioniert. Also OBS soll wiederum über den Streamless Chatbot einen Befehl, entweder im Chat oder eine Donation oder ein Follow, man kann sich das aussuchen, was man gerne machen möchte. Soll das Ganze dann ausgelöst werden? Ich will es ja so umsetzen, dass wenn die Donation reinkommt, die Alexa ausgelöst wird mit einem Sprachbefehl, weil Sprachbefehle kann man ja bei der Donation einsprechen oder kann man da hinterlegen. Der Sprachbefehl löst dann den Shelly-Schalter aus und der Shelly-Schalter soll dann die Funkfernbedienung des Futterspenders auslösen und dann soll der Futterspender das Essen raushauen. So ist die Grundidee. Ich hoffe, dass es irgendwie ansatzweise funktioniert. Ich habe jetzt die Teile, die ich im Moment habe, ist einfach die Fernbedienung, die habe ich jetzt schon auseinandergeschraubt. Eigentlich sieht sie wie auf dem Bild. Eigentlich sieht sie so aus. Habe ich jetzt schon mal ein bisschen auseinandergeschraubt, um rauszufinden, welche Kontakte man brücken muss, damit das Ganze auch als wie ein Tastendruck einfach gemacht wird. Ich kann jetzt einfach mal zeigen, wie ich das hier getan habe. Bis man halt hier oben so den. Überhalb des Fingers ist der Ground. Reinsetzen zwischen Ground. Gibt es das Geräusch ab. Das heißt, so viel wie die Fernbedienung löst aus. Und der müsste eigentlich auslösen. Dazwischen soll der Shelly-Schalter, den habe ich hier. Damit der Shelly-Schalter mich nicht an 230 Volt umbringt, habe ich dafür ein Netzteil mir organisiert. Was von 230 Volt auf 24 Volt Gleichspannung macht. Mal ein bisschen einstellen, wie viel Volt das sein soll. Und ja, ein paar Kabel und dann fängt man an zu basteln. Ne? Ich fange mal an zu basteln und dann haben wir davon beide. Merke ich gleich, wenn es fertig ist. Also ich habe jetzt alles fertig zusammengebastelt und oben rechts in der Ecke seht ihr, wo der Futterspender ist. Ich ziehe ihn jetzt mal ein Stück größer. Deckt mich zwar ein bisschen ab und dann seht ihr den Futterspender. Habe jetzt Streamlabs geöffnet und wenn jetzt ein, durch die Alertbox an, dass man sie sieht. Moment, ich würde dann hier rein einfügen. So, die Alertbox steht das vor allem. Und wenn ich jetzt einfach eine Test-Donation abgebe, was man ganz gut über Streamlabs machen kann, gebe ich einfach mal einen Test-Follower oder Donation ab, kommt der Test-Follower raus. Warum nicht laut ab. Mein Futter kommt gefallen. Hier ist ein bisschen mehr im Futter noch dran. Ich mache mal so, ob man den Sound wiedergeben kann. Ne, geht nicht. Also wie gesagt, ich gehe nochmal hin, mache einen Test-Follower, Test-Donation. Man sieht jetzt oben mittig, sieht man, warum muss ich. Ja, sieht man, wie der Follow reinkommt und dann sieht man, wie der Futter unten das Futter reinfällt. Ja, somit hätte man dann automatisch, wenn einer donatet oder ein Follow gibt, fällt Futter aus dem Futterspender raus. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, wie ich das Ganze gebaut habe oder so, schreibt mir einfach bei YouTube, schreibt mich darüber an und ja, ich werde euch erklären, wie ich das gemacht habe.